und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo. Jetzt sind es für mich, jetzt sind es sogar 4 Wochen. 4 Wochen in der Zukunft, wow. Gut, also, ich habe heute ein Thema für euch, weil jetzt für mich gerade ein sehr interessantes Thema ist. Und das passt so ein bisschen zu meiner Themen 4 Wochen. Das ist, klingt grammatisch total gräuslich. Zu meinen 4 Wochen mit demselben Themenansatz. So, jetzt haben wir es. Entschuldigt mich. Ja, wie ihr vielleicht wisst, geht meine Pflegerin. Boah, wenn ihr das Video seht, ist es schon weg. Boah, weird, ne? Das ist irgendwie schon irgendwie krass gerade. So, entschuldigt, das hat mich jetzt gerade überrascht. Ihr wisst schon, Zeitgefühl und so. Auf jeden Fall werde ich sie auf jeden Fall sehr vermissen, nach dem Stand, wo ich jetzt gerade im Moment heute bin, wo ich jetzt gerade hier sitze, weil bei mir ist jetzt gerade Samstag in der Nacht auf Sonntag und am Dienstag ist dann meine Pflegerin nochmal da und über den nächsten Dienstag kommt dann die neue das erste Mal. So, das war jetzt tricky, aber ich habe es hingekriegt. Auf jeden Fall ist es dann so, dass auf der Kamera sehen meine Fingernägel voll toll aus. Entschuldigung. Es kam mir gerade wirklich so Bewegung, habe ich es gemerkt. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich da jetzt die Woche am Freitag hatte ich mein erstes Vorstellungsgespräch mit dem neuen Pflegedienst. Wir haben da so die ersten Sachen besprochen. Und ja, ich wollte euch so ein bisschen Einblick geben und ja. Also ich muss sagen, ich war total aufgeregt davor und ich war sogar so nervös und aufgeregt, dass ich während des ganzen Gesprächs das Gefühl hatte, jeden Moment geht hier so die Niagara-Welle los, aus mir kommt so eine Springfontäne aus den Augen raus. Aber nicht, weil ich irgendwie traurig war oder so, sondern einfach, weil ich so angespannt und nervös war, dass ich in dem Moment nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ja, und irgendwann halt haut es denn auf den Nischen, Leo. Ich sag's doch bloß. Und dann guck mich bitte nicht an, nach dem Motto, rette mich. Ich werd so gut, ich kann da nicht retten, aber ich werde sehr verbunden, wenn du jetzt ein bisschen runterschalten würdest. Okay, entschuldigt. Es muss manchmal sein. Also auf jeden Fall war es dann so, dass ich aufgeregt war, nervös. Und ich glaube, ich habe auch meine Moms nicht unbedingt leicht gemacht. Und dann waren meine Mom und ich da zusammen. Und dann sind natürlich so die typischen Fragen gefragt worden, wofür brauchen wir den Pflegedienst? Also was ist uns sehr wichtig? Und das empfehle ich jetzt schon mal jedem, der selbst da irgendwie auf der Suche nach einem Pflegedienst ist. Überlegt euch, was ihr sucht. Weil es gibt da verschiedene Arten. Es gibt solche, die sind dafür, dass sie euch nur die Tabletten geben. Es gibt welche, die sind da für Haushaltshilfen im Sinne von Staubsaugen, Wäsche waschen und sowas. Es gibt solche, die sind da, um mit euch auch Einkäufe zu erledigen, um euch zu unterstützen. Und es gibt natürlich auch solche, die, das habe ich jetzt zuletzt zum Beispiel, die hauptsächlich da sind, um euch zu begleiten und euch stützend zur Seite zu stehen. Also im Sinne von, sie gehen mit euch einkaufen und helfen euch da und diese Sachen. Und da solltet ihr... Das war nicht der Hase, keine Sorge. Und da solltet ihr euch davor überlegen, welche Art von Pflegedienst ihr sucht und was euch wichtig ist. Ja, so viel habe ich auch. Nee, der nächste Geschirrmatratze. Entschuldigt mich, eine Sekunde. Entschuldigt. Ihr wisst schon. Ein toter Hase wäre jetzt nicht so praktisch. Warum muss ich da jetzt gerade kurz intervenieren? Ach guck, nutze Bodyshow und machen, um ein schönes Wort zu nutzen. Ja, auf jeden Fall solltet ihr euch vorher überlegen, was ihr sucht und dementsprechend euch auch, wenn ihr das braucht, eine Liste schreiben. Weil, und das kann ich aus Erfahrung jetzt sagen, nach 2, 3 Pflegediensten, in dem Moment vergisst man es meistens erstmal, was man braucht. Und wenn man da nicht gefragt wird aktiv, dann geht einem das total im Kopf flöten. Ja, dann, was ihr auch auf jeden Fall, was nicht schaden kann, und das ist auch sowas, was ich sagen muss, ist,
wenn ihr noch jemanden dabei habt. Jemanden, der euer Krankheitsbild kennt. Also wenn ihr jetzt den Obdachlosen von der Straße nehmt, das hilft euch nicht. Ihr müsst auf jeden Fall irgendjemanden dabei haben, der eure typischen Sachen kennt und eure Problematiken. Weil zum Beispiel also bei meinem Gespräch hat meine Mutter gesagt, hat sie meine typischen Probleme aufzählen können, wo ich mir dann gedacht habe, ach, das zählt ja auch dazu. Weil es ist oft so, dass wenn man selbst der Betroffene im Krankheitsbild ist, man die Sachen nicht selbst sieht, weil man sie ja sozusagen immer hat. Für einen ist es ja dann irgendwie eine gewisse Normalität. Ja, dann, was überhaupt die Dann auf jeden Fall, was Problematiken bei euch sind. Nicht nur die Krankheitsbildproblematiken, sondern auch Sachen, die zum Beispiel, wo ihr Probleme habt, wo ihr Hilfe, Unterstützung mehr braucht. Also im Sinne von, ich zum Beispiel beim Kistentragen, bei Einkäufen, dass mich jemand zur Bank begleitet und solche Sachen. Orientieren. Orientierung, die Gesichtsblindheit, das sind so Sachen, wo man einfach wissen sollte, damit dann die Person, die euch pflegt, sich nicht wundert oder auch die Tatsache, dass ich manchmal zu direkt sage, was ich denke und dass es dann nicht persönlich gemeint ist. Solche Sachen sollte man dann schon vorher wissen und eben auch, dass zum Beispiel es sein kann, dass bei mir nach dem Overload erstmal nichts geht und dass dann die Person auch weiß, dass sie Sachen komplett übernehmen sollten, kann man sagen. Sollten, müssen, könnte. So geht es am besten. Dann, was natürlich auch ein großer Unterschied ist, es gibt nämlich verschiedene Arten von Pflegediensten. Es gibt nämlich, ja, es gibt, also ich habe euch ja schon erklärt, aber da gibt es nochmal Unterschiede, nämlich es gibt solche, die dürfen nur euch helfen. Also im Sinne von, die dürfen nur Sachen machen, die für mich da sind. Also mir ein Essen kochen, mir die Waschmaschine einräumen und sowas. Es gibt auch solche, die dürfen zum Beispiel auch meine Mutter helfen, weil Mutter dann die pflegende Person ist und ich nur die pflegeempfangende Person, Sofern es im selben Haushalt sofern ist. es im selben Haushalt ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in Eschach wohnt und eure Mutter in Birbach, dann könnt ihr nicht sagen, geht mal zu Mutti. Das klappt nicht. Aber wenn ihr im selben Haushalt seid, kann da zum Beispiel auch gesagt, könnt ihr auch zum Beispiel damit Mama entlastet ist, um mich dann wieder besser pflegen zu können. Also solche Pflegedienste gibt es und es gibt, wie gesagt, solche, die nur mir helfen dürfen und es gibt nur welche, die putzen dürfen, ne? Ja, aber das ist ein Putzdienst. Ja, aber das Ist kein zählt ja. Pflegedienst. Aber zählt das nicht auch Nee. dazu? Okay, das ist dann eher so Putzdienst. Leg deine Pfote gerade, sonst sprichst du dir noch. ja, und was gibt's noch? Das Gespräch ist noch nicht so lange her. Entschuldigt, da ist nur der Kopf total voll. Auf jeden Fall, was mir sehr wichtig ist, ist dann natürlich auch einen Ansprechpartner zu haben. Also im Sinne von jemanden, der da ist, wenn du Fragen hast. Und etwas, was sehr wenige Leute wissen, und das ist was, was ich euch als Tipp geben kann, weil das wusste ich zum Beispiel nicht. Das hat der erste Pflegedienst selbst gemacht, automatisch. Und deswegen wussten wir nichts und waren dann beim zweiten Pflegedienst so, was? Ist so halbjährlich oder vierteljährlich, kommt drauf an, wie pflegebedürftig ist. Mein Papa hat es nämlich öfter, wie gesagt, pro immer und der MS. Ist es so, dass es da so Überprüfungen gibt, ob der zu Pflegende gut gepflegt ist. Also im Sinne von, dass ich jetzt nicht aussehe, wie als ob ich unter der Brücke lebe, sondern dass ich gut gepflegt und munter und proper bin. Und ich bin munter und proper, wurde mir diesen Monat erst bestätigt, alles ist gut, ich bin gut gepflegt. Ja. Oh, wen wundert's? Niemand pflegt dich so gut wie deine eigene Mom. Und dein Dad. Ja, ihr seid schon fabelhaft, das wisst ihr, ne? Ich weiß das voll zu schätzen, dass du bei dem Gespräch dabei warst. Entschuldigung, das war gerade. Entschuldigt. Ich bin wieder bei euch. Ja, auf jeden Fall. Was auch nicht schaden kann, ist, und das war was, was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, lasst euch auf jeden Fall aufschreiben, was der Pflegedienst machen darf und was nicht. Wenn ihr da eine Liste in der Hand habt, könnt ihr dementsprechend planen, was ihr macht und was nicht. Weil das war was, wo bei mir erstmal beim zweiten Pflegedienst so ein Problem war, weil
Die hatten Abrechnungsprobleme, weil das, was ich gebraucht habe und das, was angeboten wurde, hat nicht immer 100% übereingestimmt. Und ja, deswegen kann es nicht schaden, euch da eine Liste geben zu lassen, damit ihr das dann angucken könnt und dementsprechend dann einfach für euch planen könnt, was wichtig ist und was nicht. Ja, und jetzt ein Tipp, den mir am Anfang niemand gegeben hat und wo ich blauäugig und kleines Mädchen, das gerade seinen ersten Pflegedienst hatte und es überhaupt keine Ahnung hatte, wie das funktioniert, war: Glaubt nicht, dass die Pflegeperson auf ewig bleibt. Ich bin jetzt bei meiner dritten. Und ich muss sagen, etwas, was ich unglaublich zu schätzen weiß, ist, dass meine jetzige Pflegerin, Halbgrieß, dass die beim ersten Termin mit der Neuen dabei ist, um die Neue mit einzuarbeiten, weil das ist einfach so was, damit sie so die wichtigsten Kniffe und alles kennt. Einfach was, wo ich dann sagen muss, das ist was, wo ich sehr schätze, weil es ist eine Heidenarbeit, wenn man von null anfängt. Ne? Ne, das ist es halt echt. Und es ist dann egal, ob es ein kleines wildes Karnickel ist oder ob es ein Pflegepersonal ist oder ob es eine neue Wohnung ist. Von null anfangen ist immer schwierig. Und da kann es nicht, wenn man dann jemanden hat, der hilft, ist das echt gut. Und jetzt, wo ich die Erfahrung gemacht habe schon mal, nämlich von der ersten zur zweiten, wo keine Einarbeitungshilfe war, muss ich sagen, dass ich jetzt gespannt bin, ob es einen Unterschied macht und ob das dann alles ein bisschen schneller und flüssiger geht. Was waren denn noch so wichtige Fragen? Ich weiß, ich will einfach denen da draußen helfen, dass wenn sie in der Situation. Ja. Also, was meine Mom noch als Tipp hatte, weil das war für sie, sie hat immer so früher die Rechnungen wurden an sie geschickt. Sie musste es dann an die Krankenkasse schicken und dann wurde es gezahlt. Das könnt ihr auch, wenn es geht, versucht es direkt über die Krankenkasse, also dass der Pflegedienst über die Krankenkasse abrechnet, weil meine Mama hat so viel Buchhaltung diesbezüglich gehabt. Das war wirklich. Und das ist überhaupt viel Zeit, die wiederum an ihre Pflegezeit abgegangen ist und deswegen macht es lieber so. Ja, das war eigentlich so alles, was ich euch so auf die Schnelle als Tipps habe. Was ich auf jeden Fall noch als Tipp habe, ist, wenn die Chemie nicht stimmt, dann macht es auf jeden Fall lieber früher, beendet lieber früher die Sache, als dass ihr dann so denkt, aber nicht zu früh. Versucht dann einfach jemanden zu finden in der Zeit, bis ihr jemanden gefunden habt, könnt ihr ja die Person noch behalten. Aber ich muss sagen, ich hatte bis jetzt Glück und hab bei mir hat die Chemie bisher mit jedem gestimmt und ich werde meine jetzige Pflegerin vermissen. Ja, ist wirklich so. Sie wird mir fehlen. Ja, das war eigentlich alles so auf die Schnelle. Ich habe jetzt meinen Hasen endlich ein bisschen beruhigt bekommen. Hörst du noch auf? Hörst du? Ja, das darf abschlecken. Ja, und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne für andere, die noch das Video angucken, in die Kommentare, welche Tipps ihr habt oder was ihr so erlebt habt. Und ihr dürft mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, tschüss!